Nuance ist eben die Kognition. Und da gibt es auch wahnsinnig viele ganz tolle Studien zusammengefasst, ist, Männer und Frauen sind gleich intelligent, kommen in der gleichen Geschwindigkeit zum gleichen Ergebnis, zum gleich richtigen Ergebnis, aber mit anderen Hirnteilen. Also das heißt, Frauen und Männer denken nachweislich, also wir haben das, wissenschaftlich ist das dokumentiert anders. Ja. Also mit anderen Hirnteilen kommen sie zum selben Ergebnis, mit derselben Geschwindigkeit, verstehen Sie? Also das ist schon faszinierend. Da, warten Sie mal, da könnte ich Ihnen vielleicht noch Details liefern. Na, ist ja wurscht. Das müssen Sie mir jetzt einfach so glauben. Na, das ist gut. Ich zeige es Ihnen. Das ist eine fantastische Studie. Da ist meine Lieblingsstudie. Da machen wir einen kurzen Ausflug. Ja. So. Das ist eine Studie, das ist die von Haier, da, wo fMRI-Daten gesammelt wurde. Das heißt, man sieht die Hirndurchblutung an und hier haben Männer und Frauen dieselben Aufgaben bekommen und ich hoffe, Sie merken, dass das Gehirn von Männern und Frauen ganz anders anspringt. Das Gehirn von Männern, das ist hauptsächlich graue Substanz und die springt sehr fokussiert auf einen Platz an, während bei den Frauen, man sieht das nur angedeutet, das muss man auch ein bisschen Übung haben mit diesem Medium, ist mehr oder weniger das gesamte Gehirn aktiv. Ja, besonders mit der weißen Substanz bedeutet mit den Assoziationsfasern. Ja, das heißt, gleicher IQ, gleiche Intelligenz, gleiche Resultate, aber andere Hirnregionen. Warum verwenden zehnmal häufiger die weiße Substanz? Das heißt, die Verbindungsfasern, das heißt, Frauen denken eben viel vernetzter und verbinden eben viele emotionale Erfahrungen, die sie haben. Und Männer viel siebenmal häufiger die graue Substanz, was bedeutet, dass sie ein Problem eingrenzen auf das Thema und alles andere ausblenden und eben dann so eine Lösung schaffen. Also Männer sind deswegen emotional distanzierter im Lösen dieses Problems und haben ein lineares Denken, das heißt sehr fokussiert, blenden aus. Frauen haben mehr ein assoziatives Denken und involvieren die Emotionalität. Und das passt, das ist jetzt eine neurowissenschaftliche Studie gewesen, das heißt, die Gehirne von Mann und Frau wurden so untersucht. Aber das deckt sich mit einer riesigen oder mit vielen riesigen soziologischen Studien jetzt, die untersucht haben, was der Unterschied zwischen Mann und Frau ist in ihren Interessen. Und Männer interessieren sich mehr für Sachen, sind also sachorientiert und Frauen sind personenorientiert. Und das ist eine Studie von, da steht sie, von 200.000 Personen aus 53 Ländern. Das heißt, im gesamten Globus, in jeder Kultur, die wir kennen, ist das so, dass Frauen mehr personenorientiert Tätigkeiten verrichten wollen, was Interesse dafür haben und eben auch Begabung. Und Männer mehr sachorientiert. Was wäre sachorientiert? Das wäre zum Beispiel Häuser bauen, Autos reparieren, das ist sachorientiert. Personenorientiert ist eben Menschen pflegen, Frisuren machen, solche Sachen. Ja, das ist personenorientiert, ja. Und also das ist das wirklich Spannende in der Kognition zwischen Männern und Frauen. Deswegen würde ich sagen, in der dritten, in der kognitiven Dimension ist die männliche Eigenschaft die Sachlichkeit und eben dieses lineare Denken, wo man eben alles andere wegblendet. Das ist typisch für dieses Expertentum. Ja, also ich konzentriere mich auf die linke Vorderpfote der Sesamkatze und alles andere auf der Welt ist mir wurscht, aber wenn einer ein Problem hat mit der linken Vorderpfote, der Sesamkatze, dann kann er zu mir kommen und dann bin ich beglückt und dann rede ich mit ihm drüber. Expertentum typisch männlich, ja. Während Frauen eben stärker sind in dieser Sozialkompetenz, das heißt dieses und assoziatives Denken, das bedeutet eben die Dinge in Zusammenhang bringen, in Relation bringen, deswegen können sie auch viel besser eben Zusammenhänge erkennen und das Große und Ganze wahrnehmen.
Ja, und zusammen wieder sieht man mehr. Und wenn Sie das jetzt wieder auf die Erziehung anwenden, dann merken Sie, dass dieses weibliche Denken sehr wichtig ist, um das Kind gut zu erfassen. Und als Mutter übersieht man auch Sachen nicht oder eher nicht, weil man eben dieses assoziative Denken beinhaltet, ist halt ganzheitlich. Das ist, wäre sehr weiblich und eben auch sehr mütterlich. Aber das männliche Denken, dieses lineare, gerade Denken, nicht, das ist eben auch sehr hilfreich, weil es dann sehr aktiv problemlösend ist. Es definiert das Problem, es sucht eine Lösung, zack, 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 schaut nicht links, nicht rechts und präsentiert die Lösung. Und Sie merken schon, beide brauchen einander und beide ergänzen sich, wenn sie zusammen sind und wenn sie ein Team sind, ja. Und natürlich kann aber ganz leicht es zum Konkurrenzkampf werden und zur gegenseitigen Abwertung, was, das kannst du nicht, was, das hast du nicht bedacht. Und deswegen sage ich in dieser dritten Dimension des Noos, ja, also der Kognition, erst zwei Blickwinkel sind dreidimensional. Das ist ein altes Prinzip aus der Medizin, dass eben der Mensch zwei Augen braucht, um den Würfel dreidimensional zu sehen. Und zwar nur, weil das rechte und das linke Auge voneinander entfernt sind, weil sie nicht den gleichen Winkel haben und die gleiche Position auf den Würfel, der vor einem ist. Ja, das ist der Würfel. Erst durch zwei Augen sind wir dreidimensional. Ich hoffe, Sie verstehen das, weil das ist wichtig, weil das eine Auge ist eben der Mann und das andere Auge ist die Frau. Und keiner hat Recht und keiner hat Unrecht, sondern es sind zwei verschiedene Sichten auf denselben Würfel. Aber was natürlich sehr logisch ist, je männlicher der Mann und je weiblicher die Frau, umso eher können sie, sagen wir mal, das Kind oder das Problem in der vollen Dimension verstehen und erkennen. Und deswegen ist es nicht sehr ratsam, wenn der Mann möglichst versucht, eine Mama zu sein oder eine Frau zu sein und wenn die Frau versucht, möglichst männlich zu sein, weil dann kommen sie in Konkurrenz, aber am Ende sind sie beide in der Mitte, sozusagen dort, wo die Nase ist, und sie sehen den Würfel nicht mehr dreidimensional. Hier habe ich ein bisschen zusammengeschrieben auf diesem Poster. Also das, was die Studien so zusammenfassen, ist, der Mann denkt sachlich distanziert und hat das lineares Denken, darüber haben wir schon gesprochen. Er ist sachorientiert, das heißt, er sucht sich sachorientierte Berufe, interessiert sich mehr für Dinge, für Gegenstände und weniger für Personen. Und wenn er sich für Personen interessiert, dann eben mit einer Systematisierung. Diese Systematisierungsfähigkeit ist eine ganz starke Beobachtung von Simon Baron Cohen von der Cambridge University in England, in Großbritannien, der herausgefunden hat, dass Männer einfach immer gerne, also jetzt die Gruppe der Männer prinzipiell mal gerne Systeme machen, also versuchen alles sozusagen in eine Schublade hinein zu pressen und ein System draus zu machen. Alle großen Systeme, also von Kant über Hegel, nicht, also auch Sigmund Freud, das sind lauter Systeme, aber auch ein Auto ist ein System oder ein Haus ist ein System, sind lauter Systeme, ja, systematisches Denken. Spezialistentum, darüber habe ich schon geredet, leider auch misstrauisch, aber nicht, aber das alles ist männliches Denken und das steht eben gegenüber dem weiblichen Denken, lebensnah, kommunikativ, emotional intelligent, sozial kompetent, eben auch empathisch, nicht, das gehört da dazu, nicht nah beim Menschen, deswegen auch personenorientiert mit dem assoziativen Denken, empathisch, freundlich, verträglich und vielseitig, nicht, aber der Mann, der eben manchmal misstrauischer ist, die Frau, die eben freundlich zugewandt ist. Sie merken schon, das sind zwei Prinzipien, die sich eben gegenseitig, wenn sie respektvoll miteinander sind, unheimlich gut ergänzen. Aber man kann eben auch ganz leicht, auch in eine Konkurrenz oder in eine Situation kommen oder in eine Abwertung.
Und deswegen ist es gut, wenn wir eben diese, oder wenn jedes Paar oder jede Mutter in dem Fall mal weiß, erstens einmal, was macht mich aus in meiner Weiblichkeit? Was ist mein Beitrag für eine gute oder normale Mutter einfach? Nämlich, das ist eben das, was hier im Rose zusammengefasst ist. Und was darf ich von meinem Mann erwarten? Und das ist aber gut so, ja. Stärke, Aggression, emotionale Stabilität und Sachlichkeit und lineares Denken, das alles ist gut. Also natürlich muss es tugendhaft gelebt sein und respektvoll und so weiter auf Augenhöhe und nicht von oben herab. Aber das gilt auch für die Weiblichkeit. Es gibt heutzutage viele Frauen, die von oben herab auf ihren Mann schauen und sagen, was bist du für ein Loser, weil du eben nicht, weil du das, wieso siehst du das nicht oder hast du keine Gefühle oder ein Mann hat seit Jahren nicht über seine Gefühle gesprochen, kann gar nicht über seine Gefühle reden. Das ist alles ein Blödsinn, ja, sondern respektvoll miteinander umgehen und nicht eine Diagnose stellen dem anderen gegenüber.